Nein. Oder immer wenn du irgendwas im Menü machst, da wanderst du bei mir einfach irgendwo hin. Okay. Das ist ähnlich weiter hinten links. Das ist ja wahrscheinlich irgendwie die ganze Zeit irgendwelche Stützpunkte da auseinander hin. Hast du den links jetzt nicht gesehen? Aber auch mal, wo hier noch wichtige Orte sind. Hast du dich links gesehen, dass da einen Kilometer weg was steht? So schräg hinter uns? Das Ding, ja. Ja, klar, das sind natürlich. Ich glaube, die Mission, die wird auch noch ein bisschen länger dauern. Das wird wahrscheinlich auch die einzige Mission sein, die wir heute schaffen. Weil das wirklich mehrere so Stützpunkte sind. Insgesamt drei Stück. Wie spät ist es überhaupt gerade? Viertel vor sieben. Okay. Also maximal bis halb acht noch. Ja, ich würde die Mission jetzt hier irgendwie noch zu Ende machen und dann würde ich sagen, ist okay. Ja, du weißt ja auch nicht, wie lange die geht. Das sind wahrscheinlich alles nur diese Stützpunkte. Und dort sind wieder irgendwelche Leute, da sollte vielleicht. Das ist eine gute Idee, ist zu lang. Vor der Idee. Verdächtiges Geräusch, ja. Ich lande neben dem Baum, okay. Verdächtiges Geräusch. Ach, haben wir wahrscheinlich wieder hier irgendwas. Lass mal jetzt mal gerade ein bisschen außen vor, die jetzt rumläuft. Ja. Also maximal eine Dreiviertelstunde, sagst du, hast du noch, ne? Oder was? Ja. Ja, das passt auch. Wie gesagt, ich muss auch relativ zeitnah, also ziemlich früh raus. Ich muss die Katzen noch füttern gleich und dann hau ich mich ins Bett. So. Ja, wie gesagt, am Freitag muss ich gucken halt. Ich weiß noch nicht, wenn ich sonst auch nicht arbeiten muss, aber Spätschicht, dann ist kein Problem. Wenn man Frühschicht hat, dann eher schon. Dann ist das halt also. Wenn nicht, dann nicht, dann ist es halt so. Ja, ja. Weil wir hier vor uns könnten Feinde sein. Das sind Zivilisten, das sind Zivilisten. Alle Zivilisten? Keine Feinde dabei? Ja. Okay. Aber hier könnten wieder, warte mal, das ist was Wichtiges für mich dabei, da sind nämlich Heilungskits dabei. Hallo. Moises. Ich will nur euer bestes Heilungszeugs. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir hiermit weiterhelfen. Danke. Dafür lokalisiert. Ich glaube, sonst werden wir hier noch keine Hauptmission machen und die ganzen Nebenmissionen, die ganzen Dinge zu finden noch. Das wird wahrscheinlich dauern. So, ich drück mal die Drohne wieder rein. Ich habe mich nochmal schnell hingelegt, weil der Helikopter gerade an uns vorbeigeflogen ist. Ja, der ist aber weit weg. Da ist irgendwas. Frachthafen für Aquaponikvorräte, was immer das ist. Also Aqua wird wahrscheinlich irgendwas mit Wasser. Ich habe wieder Schalldämpfer auf meinem Scharfschützengewehr, weil ich mache mich wieder als Sniper benutzen. Vollkommen okay. Das sind alles 12 war. 1, 2. Das ist doch irgendwas. Das Ding hier ist größer. Ja, wir sollen ja jetzt hier auch das U-Boot finden, was der in die USA schicken will. Ja, das ist schon gefunden. Das ist, das dürfte eigentlich nicht das große Problem sein. Das sagst du jetzt. Alter, steht eine Panzerfaust. In der Mitte auf dem großen Ding steht ein Panzerfaust-Typ. Was haben wir hier? Oh. Schwergewicht, schwer bewaffnete Einheit. Einen habe ich schon mal. Ja, ich bin hier noch mal drin. Diese Lücke ist eine gute Gelegenheit, um das U-Boot kurz zu schließen. Geht das von hier aus? Nee, ne? Sie können blaue Kabel um das. Der Generator könnte einen Stromstoß in die Elektronik des U-Boots schicken. Noch einer? Ich bei Hasen Generator, den könnte man vielleicht ein bisschen nerven. Der Wartungscomputer steuert den Generator. Damit könnte ich das System lahmlegen. Ich gehe mal hoch. Ja,
Aber ich glaube, gut. Okay, das könnten es alle sein. Es sind mehrere, also zwei Juggernaut auf jeden Fall, also so Schwergewicht auf jeden Fall mit dabei. Das heißt, wir wissen uns, dass das ganze Ding hier so ein bisschen auf der habe ich jetzt keinen Scharfschutz, keinen Schalldämpfer. Ernsthaft. Das jetzt erstmal so Noch sein, bis einen. sie ja sehr gut. Ich komme mal rüber zu dir so langsam. Noch einen. Oh, Alter. Was denn? Wenn du mit dem Zielfernrohr entgegen einer Lampe stehst, siehst du nichts. Da siehst du nur Reflexion. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Da steht noch einer. Wir haben das jetzt auch noch nicht entdeckt. Ja, der steht da drunter. Bleib da, bleib da. Ich habe auch jetzt einen. Ich habe gerade mal kurz einen. Bin ich ein bisschen angeschlichen, habe mir den mal so geholt. Ich dachte mir, es ist ein bisschen einfacher. Oben ist ein Sniper hier bei mir, aber den sehe ich von, da habe ich keinen Winkel drauf. Der ist praktisch hinter den Treppen bei mir. Oh ja, das ist doch noch ein paar. Dreh dich doch mal um. Ich stehe hier gerade neben einem mit so einer Minigun. Ja, R3 kannst du niederschlagen, wenn es möglich ist. Ich sehe den Typen, ja, ich sehe auch dich. Pass auf, da kommen noch zwei jetzt auf dich zu. Schön. Okay. Vielleicht Ging siehst du. irgendwie nicht gerade mit dem. Ja, ich komme mal zu dir rüber. Ich bin gerade dabei. Ah, ich hab'n. Du hast es schon. Ja, ich bin auf Schnellreise bei dir gerade gegangen. Oder auch nicht. So wird ein Thema dazu. Da kommt irgendwas auf uns zu. Von oben. Alter. Das Problem, wenn ich die, kann ich die Oh, tun? Alter. Kann ich die kurz schließen? Warte mal. Ich habe jetzt keine Lust auf welche Geschütze, irgendeine Geschützscheiße hier. Da komme ich nicht durch, oder? Scheiße. Ihr könnt, kann ich schon lange. Ich love it. Komm, halt doch her, holt so her, die Idioten. Ich habe Geschütz gehackt von denen. Warte mal, kann ich die wieder rausgeben? Ah, hier.
Oh, warte mal, da ist noch was. Da bist du. Da bist du jetzt tot. Sie wissen jetzt auf jeden Fall, dass ich auch mit da bin, dass du nicht alleine bist. Vorsicht! Das ist die scheiß Kiste, die will ich eigentlich lassen. Schießt dir die Eier, Freundchen. Oh, Alter! Das war eine Granate von irgendwas. Also schon ein bisschen was aufgeräumt auf jeden Fall. Sieben. P-Stufe. Und dann wird der Fertigkeitspunkt. So. Ich komme wieder zu dir. Verschwunden. Ich könnte die Luke sabotieren und den Wartungscomputer hacken, der am Generator hängt, um ihn zu grillen. Sollte klappen. Die decken sich auf, was wollen die zwei Deppen jetzt von uns? Ich bin down. Oh, zumindest getötet, das war keine Absicht. Versuch mal, dich am Leben zu halten, einfach nur, bis ich wieder. Ja, bin dabei. Ich zieh wieder mich raus, bitte. Genau, zieh mal raus. Ja. So, also ich bin jetzt offiziell verschwunden für die. Ich hoffe, dass du mich jetzt ein bisschen in Ruhe lassen. Ich versuche jetzt bis auf Zeit zu spielen. Also die Luke habe ich schon sabotiert. Alles klar, super. Also falls ihr die andere Sicht sehen wollt, natürlich, die Marco sein Kanal ist auf unter dem Video oder also ja unter dem Video verlinkt. Zwei mal weniger, also noch einer da. Ist er tot? Ja, doch. Perfekt. Ich bin wieder da. Ja, sehr gut. Ich glaube, wir haben sie. Perfekt. Wir haben sie, ja. Das Ding ist, wir waren stealth bis zu dem blöden ersten Juggernaut. Ja, alles ist, ja, es war eh klar, dass das irgendwann passieren wird, dass wir auffliegen. So, da bin ich da. Nee, da ist doch irgendwas. Oder? Hör mal. Ja, hier hätten sie auch Gegner.
Aber ich glaube, das ist nur der eine. Geht zumindest so aus. Oh, okay. Jetzt ist tot. So. Hier ist noch ein Gegner irgendwo. Nehmen wir das Frühstück mit. Eine neue Biografie. Neutralisiert. Das erste Mal, dass ich ein U-Boot gebraten habe. Ist was für die Lehrbücher. Die Terroristen müssen einen anderen Weg finden, um die Drohnen in die USA zu bringen. Ich glaube, wir haben die Mission abgeschlossen. Ja, haben wir auch. Gut. Dann können wir das abhaken, erstmal zurück in die Basis fliegen und dann für heute erstmal Schluss machen. Würde ich auch sagen, ja. Dann haben wir es gut gelöst, ja. Genau. Ja. Vielleicht nicht unbedingt stealthig und ich sag, es war so, ist es klar. Klasse, aber wir haben es erledigt. Ja. Wie auch immer, wir haben es geschafft. Auf unsere Art. Erfolgreich, auf jeden Fall. Alles andere ist irgendwie unwichtig. Und ich gucke hier nochmal gerade ein bisschen durch die Gegend, weil ich kann sein, dass ich hier nochmal. Handschuhe! Sehr geil. Hat sich schon mal wieder gelohnt. Nebenbei schalte ich hier mal gerade ein bisschen noch rum ab, Dinge ab. Zack, zack, zack. Ja, zwischendurch lohnt sich mal hier noch ein bisschen Zeugs mitzunehmen, ne? Das ist es halt. Wenn wir schon mal hier sind, hier ist noch was. Hier ist noch Mondaneten. Ja, warte, hier oben ist auch, muss auch noch eine Kiste sein, vermutlich. Warte. Sind die hier? Ist die hoch? Oder was? Da oben ist auch noch was über dir. Ja, ja, ich sehe es gerade. Ich muss doch gerade finden, wie. Ich muss doch gerade finden, wo die Treppe da hoch ist. Hier. Wir sind die Retter. Warte mal, hier vorne ist auch noch irgendwas. Munition und noch irgendwas. Nochmal Handschuhe. Munition haben wir jetzt voll. Ich guck mal gerade mit meinen Handschuhen. Und dann hole ich die Kiste und dann fliegen wir zurück. So. Oh yeah. Kalte Handschuhe. Arbeitshandschuhe oder kälte Handschuhe? Ich glaube, ich nehme kälte Handschuhe. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich auch nicht. Okay. Ich glaube, dann haben wir nämlich auch ziemlich alles, was hier so rumfleucht, eingesammelt. Ich hole die Kiste eben noch schnell. Ist sie noch weiter oben? Ja, hier so. Ah, super. Das ist nur eine Farbe von der Multicam. Nichts Wichtiges. Gut. Ich komme runter kurz. Wir fliegen in die Basis. Ihr habt ja schon gesehen, wie weit die Mission, wie lange die teilweise dauert. Die haben jetzt auch hier fast anderthalb Stunden jetzt gedauert. Und dann sind wir rüber zu nach Erebon und nächste Folge könnte es sein, was wir wahrscheinlich versuchen, hier den keinen Ausweg zu machen. Je nachdem, was da so ansteht. Kann ich hier einfach. Ja, hier ist richtig. So. So, wo bist du jetzt?
Irgendwie sind jetzt hier doch noch Gegner. Hä? Wir standen gerade Raketen im Anflug. Flachsen? Guck ich, wie schießt man auch rüber? Jetzt. Aber hier vorne ist auch noch was. Hier vorne sind noch. Kommst du? Die sind jetzt alle da oben oder was? Oh. Ich komme zu dir rüber. Ich habe jetzt. Da wären jetzt noch Kisten gewesen. Aber alles ist gut. Ich muss mir nochmal unsere Dings markieren. Da. Ja, habe ich jetzt markiert? Glaube ich. Mit A, ne? Habe ich jetzt gleich markiert. Oder? Bist du eigentlich A und B, ja, irgendwie sowas? Ich habe ja, genau, weil da ja auch noch der Punkt ist von dem Heli, den wir von den anderen Missionen hätten nehmen können. Ja, genau. Der quasi der rechte Punkt von denen ist ja quasi der kein Ausweg. Also der Heli und Ja, dann drüber. und der linke ist der optionale Heli. Ja, genau, und rechts ist quasi der Ausweg, ja, aber das machen wir nicht jetzt. Ich weiß, wie gesagt, das dauert es lange. Das machen wir dann in Ruhe beim nächsten Mal. Ich habe ja schon gesagt, dass wir nicht jeden Tag neue Folgen bringen. Es ist immer mal so, wie gerade einfach die Neben Zeit ist. Projekt. Genauso wie Rainbow, einfach es kommt, wenn es kommt. Also FIFA läuft bei mir durchweg, Bus Simulator läuft bei mir durchweg. Ist wie bei uns Männern, es kommt, wenn es kommt. Und die anderen beiden Sachen, die kommen dann, wenn wir die Zeit haben. Das ist das Problem bei Koop-Sachen, einfach dem raus. Es müssen alle Zeit haben. Es ist das Gleiche wie bei mir auch mit dem Conan Exiles. Auch da muss einfach die Zeit dazu finden. Muss man einfach die Zeit finden. Was ich alleine mache, ist kein Problem. Da kann ich mir meine Zeit einteilen und das andere ist halt so. Bei FIFA jetzt also meine Karriere ein bisschen pausiert, weil am 9. kommt ja das WM-Update. Das werde ich ja auch noch machen. So. Immer mal noch rein, ne? Ja, klar, das war jetzt der Plan oder so, ja. Ich will nämlich mal gucken, ob ich mir etwas, was ich haben will, noch leisten kann. Ich habe noch Fähigkeitspunkte. Oh ja, Fertigkeitspunkte muss ich auch noch verteilen. So, wir sind wieder zu Hause, das ist schön. Ja, wir haben mal kurz einen Typen, ganz gefährlichen Typen namens Quaken oder Kraken, wie auch immer. Ein Nee. Handlanger von Stone, von dem Hauptbösewicht. Ja, da sind wahrscheinlich noch genug da. Genug Ja, aber übrig. wir haben jetzt praktisch einen seiner Handlanger erledigt. Ja, der war jetzt nicht schwer, muss ich sagen. Also der kam alleine quasi auf, schon auf mich zu. Und auf uns zu, dann hat er sich Noch ein freiwillig schon Drohnenspieler gechillt. hier. Naja, genau. So. Was haben wir denn hier noch Schönes? Wir haben mal wieder die Truppe. Thomas, Becky, Okay. Rosi und ein Nein, komischer Kevin. glaube ich denn noch? Oh, ich habe 4 Punkte. Scharfschütze. Hier ist der Laden. Das ist natürlich auch typisch, dass vor der Einkaufsbude hängen natürlich die meisten Spieler ab. Ah, dass auch immer noch so viele das spielen, das ist krass. Ich hätte gedacht, wir sind so die einzigsten Spinner, die das spielen, aber nee, spielen noch echt viele anscheinend. Ja, so, ich habe jetzt mein Aufkleber mal komplett voll aufgerüstet. So, gut. Ja, scheint wohl immer noch beliebt zu sein, gerade weil es ja auch Koop-mäßig
ein bisschen was drin ist. Ne? Das ist halt ein Story-Game. Und ich liebe solche Stories halt, solche Koop-Dinger. Oder halt auch viel, das heißt, klar, du hast natürlich erstmal natürlich viele Kunden, viele Gegner wegschießen. Das ist hauptsächlich, aber wo warst du jetzt da bis hinten am Laden? Aber ich hab's auch hin kurz mal gucken, ob da was ist. Moin, moin. Geschäft angucken. Laden. So, was haben wir denn hier Schönes? Haben wir irgendwas Wichtiges? Keine Eile, sehen Sie sich in Ruhe um. Karabiner. Oh ja. Nehme ich. Ich nehme ein LMG dazu. So. Ja, schön. Ich würde gerne Sonnenbrille kaufen, aber die kostet mal 5.000. Nein, danke. So, Aufsitze. So, ich beende schon mal meine Übertragung. So. Und dann würde ich sagen, ne? Ich bin noch was im Laden, gerade kurz. Ja, Ich und bin da. schon mal weg, ne? Alles gut, ich mache jetzt auch einen Teil. So. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.